Flashfire Systems. Connecting You. Der Flashfire-Unternehmensslogan liest sich eher wie der eines Datingportals und nicht wie der für eine Firma, die Präzisionsinstrumente des Todes herstellt. Aber lasst euch hiervon nicht täuschen. Die Geräte, die von der Flashfire-Waffeningenieuren hergestellt werden, sind absolut notwendig für den modernen Raumkampf. Möglicherweise kennt ihr Flashfire nicht dem Namen nach, aber wenn ihr ein privates oder Firmen-Militärraumschiff fliegt, dann benutzt ihr mit Sicherheit ihre revolutionäre Technik. Vor dem Jahr 2904 hatte jedes private Raumschiff seine eigenen Waffen und Upgrades. Eine Laserkanone, die für ein Robert Space Industry Schiff gebaut wurde, konnte man nicht auf einen MiG-Transporter montieren und Raketen, die für einen Anvil-Jäger entworfen wurden, nicht auf einem Aegis-Bomber benutzen. Die Folgen davon waren hohe Kosten und Verwirrung unter allen Beteiligten. Die militärischen Organisationen wurden durch ständig anwachsenden Nachschubbedarf beeinträchtigt, da sie auf immer modernere Raumschiffe zugreifen wollten und der zivile Markt war ebenfalls übersättigt. Die Warenhäuser wurden mit spezifischen Schiffsteilen überflutet, von denen jedes nur in einem schmalen Marktsektor vertrieben werden konnte. Das bedeutete aber auch, dass die Hersteller nahezu die vollständige Kontrolle über ihre Upgrade-Optionen hatten. MISC und seine Zulieferer konnten den zehnfachen Marktwert auf die Waffen aufschlagen, weil sie wussten, dass die Transportpiloten nur die Wahl hatten zu kaufen oder sich ein Schiff von einem anderen Raumschiffhersteller zu kaufen. Zeitweise erfolgreiche Raumschiffe wie die 2822 Nova sorgten dafür, dass neue Zulieferer die sogenannte Glon-Technologie benutzten. Aber selbst dann war das Ergebnis in der Regel ein neuer Strom von minderwertigen und nicht unterstützten Halterungen und Munition. Und die Käufer entschieden sich dann meist für die teuren, herstellerspezifischen Waffen und Aufhängungen. Flashfire veränderte das alles. Es ist eine klassische vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte. Der Geschäftsmann Garvin Snam fand eine Lösung und stellte ein Produkt her, das so einfach wie auch genial war. Es revolutionierte den Upgrade-Markt über Nacht. Er erfand einen Adapter, mit dem es möglich war, jede beliebige Waffe an jedes beliebige Raumschiff zu bauen. Plötzlich hatten die Konsumenten wieder die Macht über den Markt. Die Frachterpiloten und Raumschiffkapitäne konnten mit Hilfe des günstigen Flashfire-Upgrades nun die besten Waffen aus dem riesigen Angebot auswählen, anstatt nur immer die Waffen von einem Anbieter beziehen zu müssen. Die konkurrierenden Waffenhersteller reagierten sehr schnell und der daraus resultierende Gun Rush führte zu geradezu unglaublichen Fortschritten in der Laser- und Ballistiktechnologie. Die Geschichte der Flashfire. Wie der Name schon sagt, war Flashfire zu Beginn eine Firma, die Waffen nachgebaut hat. Die ursprüngliche Flashfire Inc. hatte nichts mit Snan und seinen Ideen zu tun. Die Firma war eine der vielen erfolglosen Laserhersteller, die nicht dazu in der Lage waren, sich auf dem stark segmentierten Markt der Schiffskomponenten eine Nische für sich zu finden. Das Waffensortiment von Flashfire war sehr unauffällig. Sie hatten eine Reihe von Standardlasern mit abenteuerlichen Namen wie Flashfire Fusion Kanone oder Flashfire Atomkanone und so weiter. Trotz der skurrilen Namensgebung für ihre Produkte und ähnlich verrückte Verpackungen für diese Waffen, wurden die Produkte von Flashfire so gut wie nicht gekauft. Aber außer den drückenden Schulden hatten sie zwei Fabriken. Ausgerüstet mit Kapital, für seine geniale Idee kaufte Snarm das gesamte Flashfire-Unternehmen auf und stellte sofort die Waffenfabrikation in beiden Fabriken ein und nutzte sie ab sofort zur Produktion seiner neuen Vorrichtung. In nur 6 Monaten wurden aus 2 Fabriken 4 und mittlerweile gibt es auf jeder halbwegs industrialisierten Welt mindestens eine Fabrik, die diese Vorrichtung herstellt. Zuerst wurden die Adapter nur auf dem Zubehörmarkt verkauft, aber ab Mitte des Jahres 2930 haben die großen Hersteller die Zeichen der Zeit erkannt und damit begonnen, sie als Standard für die Waffen- und Schiffsentwicklung mit einzubauen. Die Technologie.
Der Adapter bekam von den Raumschiffingenieuren den Spitznamen The Puck und ist eine geformte Silizium-Brikette-Scheibe mit Verschlussdichtungen auf beiden Seiten. Die Zugabe des innovativen Brikettes von Flashfire bedeutet, dass alle Befestigungspunkte auch gleichzeitig sehr geschmeidig sind. Wenn es nicht aktiviert ist, fühlt es sich lehmartig an und passt sich der Waffe automatisch an. Sobald man es aktiviert, geht es mit einer Waffe eine Verbindung auf atomarer Ebene ein. Die Befestigung am Schiff ist aber nur die eine Hälfte der Gleichung. Das wirklich Schwierige und gleichzeitig auch die wahre Innovation des Flashfire-Systems ist die Fähigkeit, sehr variable Mengen von Daten, Energie und anderen Materialien durch die Schiffshülle auf die Waffe zu übertragen. Die Lösung ist ein Netzwerk von ökologisch erzeugten Nanoröhrchen, die von der Energie der Bordbatterie bis hin zu Auslösen des Feuerbefehls alles vom Mutterschiff aus übertragen. Dieses System hat sich Flashfire schützen und patentieren lassen, sodass keine andere Firma in der Lage sein wird, etwas ähnlich Flexibles, Haltbares wie das FWM-System herzustellen. Die Flashfire-Halterungen sind nur in ihrer Größe limitiert. Die Firma stellt 85 verschiedene Sorten von Halterungen her und man kann sie für alles einsetzen. Vom kleinsten Bergbaulaser bis hin zu den großen Laserbatterien auf großen UEE-Kampfschiffen. Die Flashfire-Halterungen eignen sich für jede Art von Waffen und sind außerdem völlig wartungsfrei. Die Scheiben sind sehr widerstandsfähig, nahezu unzerstörbar und dazu noch billig genug, dass ein Austausch nahezu immer billiger als eine Reparatur ist. Es ist wahrscheinlicher, dass die Schiffshülle oder die Waffe selbst beschädigt wird, bevor eine der Flashfire-Halterungen zerstört wird. Die Zukunft. In den 40 Jahren, in dem sie nun in diesem Segment tätig sind, hat Flashfire noch nie versucht, eine andere Technologie auf den Markt zu bringen. Gerüchte sagen, dass dies nicht so sei, weil sie es nicht versuchen würden. Die Firma unterhält 3 interne Forschungs- und Entwicklungslabore und investiert sehr stark in andere private Forschungseinrichtungen. Sie haben außerdem Verbindungen zu militärischen Forschungen und es gibt Gerüchte, dass sie mit einem Multimilliarden-Budget in einer nicht näher benannten geheimen Forschungsbasis arbeiten. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Regierung die Flashfire-Technologie bei ihren Studien mit Alienschiffen verwendet. Bei verschiedenen lizenzierten Xeon-Schiffen ist es bereits möglich, die Flashfire-Halterungen zu benutzen und wir gehen davon aus, dass diese Technologie auch sehr hilfreich bei den Studien der völlig andersartigen Ventul-Systeme sein werden. Es gibt Gerüchte, dass der alternde Snarm sich darauf vorbereitet, seine zweite große Idee in die Tat umzusetzen. Es soll angeblich die Weiterentwicklung des Puck-Konzeptes sein, mit der man andere Typen von Schiffs-Upgrades befestigen kann. Noch wildere Spekulationen gehen sogar davon aus, dass man das gesamte Upgrade-System untergräbt und es dann den Piloten ermöglicht wird, jedes beliebige Upgrade an jeder beliebigen Position am Rumpf zu befestigen. Während es eher unwahrscheinlich ist, dass Schiffskapitäne Schubdüsen an die Waffenhalterungen oder Reaktoren an die Halterungen für Raketenwerfer montieren können, ist es durchaus möglich, dass Flashfire wieder an einer bahnbrechenden Erfindung arbeitet. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hoffen, euch hat die Geschichte gefallen. Geliefert wurde sie von StarCitizensNewsRadio.de mit Stardust, Meraluna und meiner Wenigkeit Semi. Auf Wiedersehen!